Wunderbar. Ich nehme das Mikro so, ist viel einfacher. Hi, Köln und willkommen zum 23. Kölner! Ha! Ich kann das nämlich auch. Wunderbar, schön, dass ihr hier seid. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was. Und zwar will ich Mathematiker abschaffen. Wer will das nicht? Wenn ihr schon mal Matheunterricht gehabt habt, habt ihr bestimmt schon mal einen Mathematiker abschaffen wollen. Und wenn es nur der an der Tafel ist. Okay, ich komme aus Bielefeld. Echt so. Gibt's wirklich. Das da ist meine Uni. Wurde in den 70er Jahren gebaut, wurde nicht viel darauf geachtet, dass die irgendwie energieeffizient wäre oder sowas. Naja, ich bin da ja eh bald weg. Okay, als allererstes, ich studiere Informatik. Und Informatik ist eine recht junge Wissenschaft im Vergleich. Wir haben vorhin schon den Apfel gesehen, der vor Jahrhunderten gefallen ist. Oder zumindest den Baum, von dem der Apfel vor Jahrhunderten gefallen ist. Aber die Informatik ist, je nachdem wie man fragt, keine 100 Jahre alt. Und trotzdem haben wir schon so einiges erreicht. Jeder von euch, oder zumindest bestimmt gut die Hälfte, hat etwas in der Hosentasche oder in der Handtasche, das noch vor ein paar Jahrzehnten als absolute Wundermaschine gegolten hätte. Ein so ein Ding, ich habe das nachgerechnet, wirklich, ist kein Scherz. Ein so ein Ding hat mehr Rechenpower als die Rechner in 10.000 verschiedenen Space Shuttles. Alles zusammen. Und es kann mit einem Smartphone gerade mal so mithalten. Das heißt, wir haben einen ziemlich rasanten Anstieg von wie viel Rechenpower wir in wie viel Platz reinquetschen können. Und ne, die hier hatten schon wieder mehr Rechenpower als die Dinger, mit denen wir zum Mond geflogen sind. Und jetzt hat jeder so ein Ding in der Tasche. Und das ist Informatik. So, was Informatik uns so erlaubt mit diesem Fortschritt, den wir haben, ist, dass jeder von uns, jeder, der so ein Smartphone hat, quasi instantan mit jedem anderen auf dem ganzen Erdball kommunizieren kann, der auch so ein Smartphone und Internetempfang hat. Das ist so manchmal das Problem. Ich bin mit dem Zug hergekommen und ja, das hat einen ganz schönen Dämpfer darauf gesetzt, wo man überall mit jemandem reden kann. Naja, aber wir können miteinander kommunizieren. Wir können einander über Sprachbarrieren und über Landesbarrieren hinweg und über Zeitzonen einfach miteinander reden, was noch keiner Generation von Menschen so möglich war. Und wir haben Zugriff auf Wikipedia, also wir haben unglaublichen Zugriff auf Wissen und wir könnten das wirklich benutzen, um eine erleuchtete Menschheit, naja, aber in Wirklichkeit haben wir eher so Katzenvideos und wir streiten uns mit Leuten übers Internet über Politik. Die Realitäten sind ein bisschen fern von der neuen, der Erleuchtung des 21. Jahrhunderts entfernt. Wir arbeiten dran. Ich wurde eben gerade schon angekündigt, ich versuche Computern mathematische Beweise beizubringen. Und da zitiere ich ganz gerne immer einen guten Kumpel von mir, der sagt, der Unterschied zwischen Mathematik und den Naturwissenschaften ist, das, was die Mathematiker herausfinden, stimmt. Und das stimmt auch die ganze Zeit schon und das stimmt in 10.000 Jahren schon und wir finden nicht raus, dass in Wirklichkeit in 100 Jahren rauskommt, dass a² plus b² in rechtwinkligen Dreiecken ein klitzekleines bisschen mehr als c² ist oder nur so und so. Dann, wenn man sich schnell bewegt, ist es alles anders. Nein, wenn wir in der Mathematik etwas rausfinden, dann ist das so, dann war das immer so und dann wird das immer so sein. Und das ist das Tolle daran, weil dann erfahren wir mehr über das, was den Computer so laufen lässt. Also so ein Computer läuft auf Mathematik. Das ist alles nur Mathe in Code gegossen. Wenn jemand Mathematik studiert hat, der kann im Sommer zu einem vollwertigen Informatiker ausgebildet werden. Jemand, der so Informatik studiert hat wie ich, braucht ein bisschen länger, um irgendwie in der Mathematik was anrichten zu können. Naja, deswegen will ich sie ja abschaffen. Okay, ich möchte denen beibringen, Beweisen umzugehen. So, und Beweise sind halt der Grund, warum wir etwas glauben. Wir sagen nicht einfach nur, okay, der Mathematiker hat es gesagt und deswegen glauben wir dem das, weil das ein alter Grieche war, sondern weil er uns sagen kann, aha, okay, das ist deshalb und deshalb und deshalb. Und von unseren Axiomen, von denen wir so ausgehen, können wir uns herleiten, dass dies und das und jenes so ist. So, aber Mathematiker, das mag eine Überraschung sein, wissen auch nicht alles. Und zwar gibt es ein großes ungelöstes Problem in der Mathematik und vielleicht das Wichtigste, und das möchte ich euch kurz erklären. Und zwar heißt das P versus NP-Problem. Im Großen und Ganzen, ich kürze das ein bisschen runter, gibt es mathematische Probleme, die schwierig sind und mathematische Probleme, die leicht sind. Ein paar Beispiele für leichte Probleme wäre zum Beispiel, zwei Zahlen aneinander zu multiplizieren oder herauszufinden, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Das geht schnell, für eine mathematische Definition von schnell. Genau, wir können da ganz schnell eine Lösung finden. 51 mal 3 ist 153, das könnt ihr alle nachrechnen, das glaube ich euch gerade noch so.
Okay, wunderbar. Jetzt gibt es mathematische Probleme, die wir nicht schnell lösen können, aber wo wir zumindest eine gültige Lösung schnell erkennen können. Sowas wie ein Sudoku. Ihr braucht wahrscheinlich alle länger, ein Sudoku zu lösen, als ein, wenn ich euch ein fertiges Sudoku gebe, zu sagen, ob es wirklich eine gültige Lösung ist, ja? Wenn nicht, bitte unbedingt nachher Bescheid sagen, ja? Bitte, 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 bitte. Ich sag euch gleich warum. Dann gibt es noch ganz andere Probleme, so wie Schach, die noch viel schwieriger sind, aber um die kümmern wir uns heute nicht. Die Sache ist, Probleme, die wir schnell lösen können und Probleme, wo wir eine Lösung schnell erkennen können. Und der Witz ist, dass die Mathematiker nicht wissen, ob das nicht eventuell doch dieselbe Problemklasse ist. Wir wissen es noch nicht. Und ich gebe euch einfach mal ein Beispiel, für was so ein Problem sein könnte, wo wir eine Lösung zwar schnell erkennen können, aber nicht schnell finden können. Angenommen, ich sage euch, ihr wollt eine Rundreise machen durch Berlin, Hamburg, München, Bielefeld, weil Bielefeld eine tolle Stadt ist, Köln, weil Köln auch eine tolle Stadt ist, und meinetwegen noch Erfurt. So, ihr startet in Köln und ihr wollt an Köln wieder ankommen. Wie fahrt ihr rum? Und das gibt ganz schön viele Möglichkeiten. Und wenn ihr die alle ausprobieren wollt, braucht ihr richtig, richtig, richtig lange. Aber der Witz ist, jede Menge andere Probleme, sowas wie Sudokus lösen oder sowas wie Proteine falten, was uns dann wunderbar gegen Hepatitis und so weiter hilft, das liegt alles mit in dieser wunderschönen Problemklasse NP. Das sind die, wo wir nur schnell eine Lösung identifizieren können, aber nicht schnell berechnen können. Und wenn wir die schnell berechnen könnten, dann wäre einiges anders. Und der Witz ist, wenn wir das eine können, dann können wir alle anderen auch. Das heißt, wenn wir eine Sache schnell lösen können, dann können wir alle anderen Sachen auch schnell lösen, weil die sich alle aufeinander reduzieren lassen. Das Mathematiker-Sprech für können wir eins, können wir alle. Okay, so, und jetzt, warum ihr aufpassen solltet, ob ihr eine neue Methode findet, Sudokus zu lösen. 9 sind wir, glaube ich. 11, oh. Okay, dann kriegst du schon dein Freibier, wunderbar. Okay, warum solltet ihr aufpassen, ob ihr nicht eventuell noch eine schnellere Methode findet, Sudoku zu spielen? Oder Rundreisen zu lösen oder was auch immer. Es hätte folgende Vorteile für euch und die Menschheit. Erstens, ewiger Ruhm. Das ist schon mal nett. Forschungseinrichtungen würden sich um euren Nachnamen reißen. Ihr würdet auf der Wikipedia-Seite ganz vorne stehen für einen ganzen Tag mindestens. Die Tagesschau würde über euch berichten, alles das. Und es gibt $1 Million als Belohnung. Ja, mit Mathematik kann man reich werden, wenn man schlau genug ist. Oder einen Computer bauen kann, der schlau genug ist. Weil ich bin nicht schlau genug. Okay, es gibt 1 Million als Belohnung. Das Clay-Institut gibt euch die, wenn die euren Beweis glauben. Wunderbar. Wir können Krebs besser bekämpfen. Das ist eine tolle Sache. Und jede Menge andere Krankheiten auch. Weil wenn wir schnell Proteine falten können, dann wissen wir schnell, wie Medikamente wirken etc. Und das bringt bessere Behandlung. Außerdem gehen alle Verschlüsselungen, die wir aktuell so benutzen, kaputt. Und die Kryptografen haben einen Haufen voll Arbeit, weil sie plötzlich sich ganz neue Algorithmen ausdenken müssen. Weil so eine Verschlüsselung basiert darauf, dass wir schnell Zahlen aneinander multiplizieren können, aber sie nicht ganz so schnell wieder auseinanderkriegen. Wenn ich euch eine große Zahl gebe, wisst ihr nicht so schnell, in welche Primfaktoren ihr die zerlegen könnt. Okay, auch ein Beweis für P ungleich NP würde uns weiterhelfen, weil wir auch davon eine Menge lernen können, aber das andere ist lustiger vorzustellen. Okay, das Problem ist wahrscheinlich, noch niemand hat einen Beweis gefunden. Korrekt. Das andere Problem ist, es gibt viel zu viele Beweise dafür, weil jeder Idiot kann ein paar mathematische Symbole auf ein Blatt Papier klatschen und das als Beweis hochladen. Ich habe hier mal einen aus dem Internet gezogen und wenn irgendjemand den versteht, bitte sag mir Bescheid. Haha, noch eine Minute, wunderbar. Okay, die Sache ist, wie können uns jetzt Computer dabei helfen? Entweder können sie den Selbstbeweis selber finden, da arbeiten wir noch dran. Noch nicht so weit. Aber sie könnten einen Beweis, so einen wie diesen hier, überprüfen. Und dann könnten sie uns sagen, ob der stimmt oder nicht. Und das würde auch schon weiterhelfen. Oder sie nehmen uns die ganze harte Arbeit ab. Wie zum Beispiel bei folgendem Problem. Ihr glaubt, das ist alles Theorie. Stimmt nicht. Diesen Satz haben wir schon bewiesen. Wenn ihr mir irgendeine Landkarte gibt, dann kann ich die mit 4 Farben so einfärben, dass keine 2 Nachbarn, die eine Grenze teilen, auch die gleiche Farbe haben, weil das wäre doof. Mit 3 Farben geht es nicht immer, aber mit 4 schon. Und das hat ein Computer bewiesen. Und deswegen gibt es immer noch alte Mathematiker, die sich weigern, das zu glauben, weil das ist echt kein Beweis, wenn das nicht auf Papier steht. Okay, wunderbar. Aber ne, die Zeiten ändern sich und wir machen jetzt mit Computern weiter. Wunderbar.
Kurze Zusammenfassung, dann bin ich hier auch fertig, dann muss ich nicht von der Bühne geflauscht werden. Mathematik kann unser Leben verbessern. Ob das Krebsbekämpfung ist oder dass euer Internet schneller lädt oder dass ihr seltener im Stau steht, das ist alles NP. Und künstliche Intelligenz kann unsere Mathematik verbessern. Und wenn das kein Forschungsgrund ist, dann weiß ich auch nicht. Dankeschön! Das war für euch der Mann, der Landkarten einfärbt, Jonas Betzendorf!